Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 24. Juli. Heute dabei Pokémon Go, Intel, Spotify, Soundcloud, Microsoft und Firefox. Beginnen tun wir mit Pokémon Go. Am Freitag hatten wir es ja schon im Daily noch drin. Das große Pokémon Go Fest in Chicago fand am Samstag statt und ist mehr oder weniger leider in die Hose gegangen. Denn ja, in Chicago vor Ort hatten sie enorme Probleme, überhaupt das Spiel zu spielen, weil sie keine Verbindung bekommen haben. Niantic hatte anscheinend keine Wi-Fi-Hotspots aufgebaut, sondern sich darauf verlassen, dass die Spieler alle Mobilfunk benutzen. Und ja, wenn da ein paar tausend Leute zusammenkommen und Mobilfunk nutzen wollen, dann ist auch schnell Schicht im Schacht. Naja, jedenfalls, die haben sich da wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ich habe das von Deutschland aus verfolgt, weil ich ja auch mitspiele. Und also Informationen gab es kaum. Der Livestream bestand zu 80% aus einem Standbild. Das ist auch ganz schlecht gewesen. Und am Ende des Tages wurden einfach alle Sachen freigeschaltet. Sprich, heute noch, also gestern schon am Sonntag und heute am Montag gibt es noch fast alles, was man in Pokémon spielen kann, doppelt und dreifach. Also man kann die Eiersteine entwickeln, man kriegt mehr Bonbons und ihr werdet es merken, wenn ihr spielt, alles wird verX-facht. Und ja, das Wichtigste eigentlich, die Legendary Pokémons sind endlich da. Zumindest zwei davon. Und seit gestern kann man die in einem Raid machen. Das sind diese sogenannten Fünfer-Raids. Und wer da spielt, der muss sich da mit mindestens 15 Leuten zusammentun und dann kann man so ein Pokémon auch fangen. Aber genug der Pokémons für heute. Das ist ja eine Daily, da will ich auch nicht zu tief eingehen. Gehen wir mal zu Intel rüber. Denn Intel erhebt jetzt schwere Kartellvorwürfe gegen Qualcomm. Und zwar sagen die, dass Qualcomm letztendlich einfach Druck macht mit ihren Deals und beispielsweise auch mit Apple ein Abkommen hat, um die Chips günstiger an Apple zu verkaufen und gleichzeitig dafür verlangt, dass Apple halt von Intel nichts kauft. Also genau das, wofür das Kartellrecht da ist, denn hier wird der freie Handel, der freie Markt beschnitten und ja, da geht jetzt Intel gegen vor, erhebt die Vorwürfe und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Was sich auf jeden Fall auch entwickelt, das sind die Klagen bei Spotify. Spotify, immer noch der beliebteste Streaming-Anbieter, der eigentlich vom Ansatz her sehr fair die Künstler auch entlohnen möchte und das Geld verteilt, aber das ist gar nicht mal so einfach, denn ja, mit den ganzen Lizenzen für Musik und die Künstler und auch die Songwriter gibt es diverse Verbände, Vereinigungen, an die Geld ausgeschüttet wird, die das dann wieder an die Personen ausschütten am Ende des Tages und jetzt drohen einfach zwei Klagen, konkret von Bob Gaudino und der Blue Water Music Service Corporation. Die verlangen irgendwie $150,000 pro Song, also auch eine ordentliche Hausnummer. Da sind alte Schmöker dabei, aber auch ein paar neuere Lieder. Und ja, da muss man gucken, wie sich das jetzt so entwickelt. Es ist auf jeden Fall echt schwierig, denn durch dieses gesamte Musiklizenzkonstrukt durchzukommen, ich bin da durchaus gewillt, pro Spotify zu sein und sagen, die geben sich wahrscheinlich schon Mühe, aber es ist nicht so einfach und dann mit der Klage direkt ins Haus zu schneiden, auch nicht der einfachste Weg. Wenn wir aber schon bei Streaming-Anbietern sind, reden wir mal über Soundcloud. Die haben ja ein paar Leute entlassen, also nicht nur ein paar, sondern einige. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht um Soundcloud Go. Das ist ja der Premium-Dienst, mit dem sie halt auch Geld verdienen möchten. Und dort gibt es jetzt ein Update für die Android-App und in dem Update kann man jetzt seine Titel, also die heruntergeladenen Titel von Soundcloud, nicht nur im internen Speicher ablegen, sondern auch auf der Micro-SD-Karte. Das ist gerade für Musik, wenn man viel runterlädt, eigentlich ein sehr gutes Feature und das sollte sich jeder angucken, der Soundcloud Go nutzt und ein Android hat. Microsoft, die haben unter anderem mit Hackern zu kämpfen, wie viele andere auch, aber gehen jetzt auch wirklich gegen die Hacker vor, und zwar konkret gegen die Hackergruppe APT28 oder APT28 oder wie die sich aussprechen, sind auch bekannt unter dem Namen Fancy Bear.
machen so ja, Phishing-Angriffe, haben auch den Deutschen Bundestag mal gehackt und viele vermuten die Russen dahinter. Das ist nicht belegt. Die Russen sagen natürlich, nee, sind wir nicht. Ja, und Microsoft hat jetzt einen pfiffigen Weg gefunden, gegen die vorzugehen, indem sie einfach die Infrastruktur angehen, und zwar die Domains. Denn die haben unter anderem mit Microsoft-Domains, also mit Namen, wo Microsoft drinsteckt, also live-microsoft.net oder rss-hotmail.com, hat Microsoft einfach gesagt, jo, da haben wir ein IP drauf, also hier Markenrecht, und haben sich die Domains genommen. Und damit wird natürlich die Infrastruktur der Hacker durchaus in Anführungsstrichen beschädigt, weil jetzt, klar, genau das, was die vermutlich wollen, dass man so eine Microsoft-Domain als wirkliche Microsoft-Domain annimmt, das funktioniert nicht mehr. Naja, gucken wir mal. Vielleicht schlagen die ja auch zurück. Das ist man von Hackern ja jetzt nicht unbedingt nicht gewohnt. Und schauen wir, ob da noch was kommt. Was kommt, ist bei iOS im nächsten Update ein QR-Code-Scanner, der nativ in der Kamera-App bei iOS eingebettet ist. Bislang gibt es den noch nicht. Und da hat sich Firefox gedacht, dass sie für ihren Browser für iOS das einfach integrieren. Der QR-Leser ist dann mit drin. Es gibt noch ein paar andere Features. Auch der Nachtmodus, nicht der von Apple, sondern ein ähnlicher Nachtmodus wird eingeführt. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann ladet euch den iOS-Browser von Firefox runter. Aber kleiner Hinweis, den QR-Code scannen, lesen kann zum Beispiel auch der Google Chrome für iOS. Also so ein super neues Feature ist es nicht. Und mit iOS 11 im Herbst ist das eh nativ im System. Und das war's auch für heute. Also ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Für die, die Ferien haben, viel Spaß. Also hier in NRW haben wir gerade Ferien. Ansonsten, wenn er zur Arbeit geht, schönen Arbeitstag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.